Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Ja, nachdem wir beim letzten Mal erfahren haben, deine Augen, was das mit der Höhle jetzt auf sich hatte, weil wir es vorher nicht wussten, haben wir jetzt... Was ist das? Irgendwelche Wachen hier unten? Ja. Haben wir jetzt... Die ersten zwei, also haben wir erfahren mit den Scherben, die jetzt die ersten zwei haben. Wir werden sehen, ob wir hier noch mehr haben. Und ja, gut. Da war einer. Habe ich den anderen markiert gehabt? Ne, den hier hatte ich nicht markiert. Achso. Waren zu viele Punkte, deswegen. Mann. Weg, Sadiki. Es ist zu gefährlich. Mein. Armer Vogel, ey. Ja. Wie gesagt, dann machen wir das mit Alibaba weiter. Aber jetzt machen wir erstmal das. Ich gehe mit Jawad jagen. Du kannst gerne mitkommen, wenn du magst. Was ist das hier? Irgendwas Bestimmtes? Massalim-Gericht. Massalim-Gericht? Irgendwas muss das doch sein hier. Ja, guck mal einer an. Irgendwas ist da noch eine Scherbe. Massalim-Gericht. Ups. Du hast ihn erledigt eben, ne? Untergeschossen, du Arsch. Schütz, getötet. Wir sind nicht länger eine Gefahr. Flieg, wie es dir gefällt. Okay. Ups. Mann. Was siehst du? Da ist noch eine Scherbe. Zack. War hier jetzt noch eine irgendwo? Da ist eine Truhe, die könnten wir uns holen. Ich glaube, das da haben. Plumps. Boah, ist das laut hier an den Stellen. Naja. Hä? Warum hing der da eben fest? WTF. Aber die Person rennt auch schon wieder hier rum, ne? Wir müssen so dahin, ne? Die Richtung zumindest. Zumindest ein bisschen in die Richtung. Warum ist hier denn wieder sowas eigentlich? Nö, lass mich. Da, ein Mitglied von Ad-Diab. Dem sollte ich nachgehen. Augenblick! Dank dieser Scherbe werde ich die Geheimnisse dieser Kammer bald lüften können. Meins! Hab ich ihn erstmal beklaut? Klar kann ich fliehen. Bin doch schon geflohen. Edge. So, mal kurz auf die Karte gucken. Da müssen wir hin. Ich liebe es, die falschen Knöpfe zu drücken. Ich will ja mal reingucken, ey. Oh.
Wenn wir zu schnell laufen, so langsam laufen, dann geht's nicht. Neuer Anschuldigungen der Bestechlichkeit, die gegenüber gewissen Kirbys erhoben wurden. Oh Mann. Der Kalif daran erinnern, dass jedwedes Problem mit der wir müssen wieder rein, ey. Warum dürfen wir so hier nicht rein? Und da irgendwie rein zu klettern und so. Die Schärpe. Erstmal würde ich gerne... den Schnellreisepunkt holen. Tschüss. Autsch. Hau mir ein Gesicht dagegen. Das ist auch so komisch gemacht. Und da sind nicht rein. Und hier drin ist egal wieder. So merkwürdig, ey. Manchmal. Und hier drin renne ich wieder wie ein Bekloppter rum. Meins. Oh. Hab so eine Marke bekommen. Nice. Ist aber auch so unauffällig, immer wenn hier jemand hochklettert, ne? Sag mal. Ne, kann man nicht öffnen, okay. Was hat denn da so geleuchtet? Hä? Ja, wurde der. Ah, hier komme ich hoch. Okay. Ah, wenn man erstmal den richtigen Punkt finden muss. Los. Nein. Das wollte ich nicht. Hey, Kollege, geh mal hoch da. Boah, ey. Jetzt. Manchmal, ey. Denke ich mir auch nur so mein Teil, ey. Okay. Really? Eine Handelsmünze, um das Ding zu öffnen? Ist das dein Ernst? Wow. WTF. Warum eine Handelsmünze? Das wollte ich so genau. Warum brauche ich dafür eine Handelsmünze? Um eine scheiß Truhe zu öffnen. Das ist wahrscheinlich dafür, dass du unbedingt das machen musst. Sowas liebe ich ja. Sowas liebe ich ja, ne? Naja. Was will man machen? Wichtiger Ort entdeckt. Was für ein wichtiger Ort. Ja. Dann. Nochmal zu Oase. Der Ruf. Warte mal, was war das hier noch? Rob der Bronzespiegel. Stehe eine kostbare Spiegel, der in ein Badehaus aufbewahrt wird. Das wird wahrscheinlich auch so richtig Spaß, um da reinzukommen, ne? Warum können wir da nicht direkt runter? Das war nur die Nachforschung. Warte mal. Was ist das? Achso, das ist das. Gelange zum Bruderschaftshaus auf. Okay. Das sind die Aufträge. Ach, hier ist das Bruderschaftshaus. Aha, verstehe. Die sind also hier verteilt. Könnte ich ja auch mal machen, ne? Aber erstmal gehen wir da rein. Und dann haben wir noch ein Bruderschaftshaus, eigentlich. Hm.
Geil wäre das wie in... Was war das? War das der erste oder zweite Assassin's Creed-Teil? Wo du halt eine eigene Stadt hattest. Und die aufbauen konntest. War das... Das war mit Ezio, das weiß ich. War das der zweite Teil? Ich weiß das leider nicht mal genau. Was ein bisschen doof ist. Naja. Und wieder rein. Zum dritten Mal. Einmal aus Versehen. Das zweite Mal, um da Nachforschung zu machen. Das dritte Mal, um die Scherben abzugeben. Dann gucken wir mal, was wir hier Schönes bekommen. Wie viel hatte ich jetzt? Drei? Zwei oder drei? Ich glaube drei, ne? Könnte ich in den Inventar gucken gehen. Ja, gerade keine Lust zu. Okay. Tja. Zwei. Drei. Das ist ein Schwert. Was ist das hier? Das ist ein Dolch. Was wird das hier? Ist da ein Artefakt drin? Wie viel habe ich denn jetzt? Drei. Ich glaube, ich hole mir erstmal das Messer, ne? Verbesserungsplan. Montur des Eingeweihten von Armut. Okay. Ich glaube, ich hole mir das Schwert. Ausgezeichnet. Die Scherben bewirken etwas. Womöglich brauche ich mehr. Ach was. Shamshiri zum Rudnika. Was? Manche Namen, ne? Inventar. Das hier. Shamshiri Sumerutnika. Die Ise opferten viel, um die Feinde zu vernichten. Blutpreis. Die maximale Gesundheit wird um 50% gesenkt, aber der Schaden um 50% erhöht. Okay. Alles klar. Was haben wir hier? Lehrlingstalisman. Der Talisman wird ihnen verliehen, welche den Rang des Lehrlings unter dem verborgenen Alamut erlangt haben. Ja, nee. Ich nehme lieber das. Aufträge. Was ist denn da noch da hinten? Wo ist denn das? Kannst du mir das mal zeigen? Ach hier. Die sind alle hier verteilt, okay. Und der letzte... ist wo? Hier. Dann wäre das eigentlich erstmal hier die zu holen. Dann die und dann die. Das ist nämlich das hier. Oder warte mal, ich gehe so, dann gehe ich so und dann gehe ich erstmal hier hin. Machen wir das erstmal so, ne? Erstmal wegmachen die Markierung. Das ist ein bisschen nervig. Manchmal, ey. Ich bin auch so doof manchmal. Ich wollte doch reisen. So, dann wollen wir mal zurück. Dann gucke ich mal, ob ich den Aussichtspunkt noch kriege.
Oder ob das... Entschuldigung. Ob das nicht möglich ist, weil Sperrgebiet. Gucken wir aber mal nach. So, das wäre dann... Ich würde gerne noch Scherben. Weise mir den Weg. Nee, das ist, glaube ich, kein Sperrgebiet. Toll. Das Wagnis war zu groß, Sadiki. Verzeih. Ja, egal. Warum darf hier nicht mal ein Falke durch die Gegend fliegen, ey? Das ist doch doof. Was, der Grieche der was? Mhm. Okay. Eigentlich wollte ich da nicht runterspringen, aber naja. Ach, warte mal. Was ist denn das? Völlig abgesperrt. Hopp. Nö. Komm ich hier drin hoch? Ja. Nö. Ah, das ist abgesperrt. Sperrgebiet. Ich darf da nicht rein. Da kann ich schnell raus durch. Ist das wirklich, dass ich hier gar nicht rein darf? Ich will hier aber irgendwie rein. Ich habe was gefunden. Ich bedarf deine Augen, Sadiki. Da. Das. Oh. Naja, vielleicht. Vielleicht mache ich das. Wie weit die Person schon wieder weg ist, ey. Diese Person sieht verdächtig aus. Das sehe ich mir mal an. Ein Wachmann. Was war das? Das war nie wirklich deine Berufung. Ist ja nicht so, als wäre irgendjemand schneller als du. Sieht da was? Was? Nö. Vielleicht war es nichts. Vielleicht hey. Doch. Komm her. Ich nagle Teile von dir an jedes Einzelne. Hey. Niemand wird es wagen, uns anzugreifen. Nö. Er hat gerade... Noch eine Scherbe. Bart! Verdammt, ich muss fliehen. Tschüss. Nice. Wenn das Ding schon da ist. Warum auch nicht? Welche nächste? Kleinen Moment warten. Komm, geh doch schon weg. Das dauert immer echt ein bisschen lange, ne? Und er wäre ja auch so leicht, wenn das zu schnell weggehen würde. Okay. Toll. Darunter wollte ich eigentlich nicht. Das kriege ich immer noch nicht so gut hin, ey.
Ah ja. Aber hier ist auch noch so eine. Und jetzt sind wir da. In der Nähe. Schon wieder zu weit runter. Toll. Ich müsste da mal ein bisschen drauf achten. Eigentlich. Manchmal kann er so weit drüber springen und manchmal geht's auch nicht. Naja. Was soll's? Ist eben so. Nö. Kein Augenblick. Warte mal, wo komme ich denn da hoch? Wahrscheinlich von da aus, ne? Wahrscheinlich von hier aus. Zack. Okay. Jetzt geht's hoch. Nochmal im Kreis. Wow. Was haben wir hier drin? Really? Verarschen kann ich mich selber. Ich hasse sowas, ey. Und der nächste. Händler. Handelsmünzen, ey. Warum auch immer. Ich glaube, das ist ein Sperrgebiet da vorne, ne? Also das Ding da. Dass wir da nicht rein dürfen. Eine Rolle. Rolle, Rolle rückwärts. Naja, komm. Wo ist denn das? Da. Da lang. Okay. Zack. Hallo? Wow. Ich dachte, der schwingt sich da einfach hoch. Nein. Leite mich, Enkidu. Da. Okay. Können wir hier eigentlich nochmal rausgehen? Wo ist denn der Ausgang überhaupt? Wo ist denn hier der Durchgang? Naja. Hey. Ich kletter mal komisch hoch. Natürlich. Ja klar, das kann ich auch. Nicht. Also so gelenkig bin ich nun auch nicht. Dass ich da so hochklettern kann. Na gut. Dann springen wir hier einfach wieder mitten durch, ne? Tschüss. Und auf der anderen Seite. Bürger, hallo. Der Kalif ermutigt alle, die dazu in der Lage sind, ihre Kinder in die Stimme kommt mir so bekannt von den Typen, ne? Wer ist das? Ich weiß das gar nicht mehr. Die anderen, das weiß ich, das war hier von The Big Bang Theory. Nicht. Ich hab's, seinen Namen habe ich vergessen. Der mit seinem Kragenpulli immer. Bruderschaftshaus Alkark. Okay. Brr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 r
Nein, aber wir haben uns beim Üben nie zurückgehalten. Roshan sagt, dass du von hier bist. Gewissermaßen. Ich lebte hier eine Weile, bevor ich nach El Anbar ging. Hm. Dieser Ort ist genau wie alle, die ich kenne. Die Reichen wischen sich den Arsch mit der Kleidung der Armen ab. Klingt wie das Al-Karch, an das ich mich erinnere. Es ist nicht mehr dein El-Karch. Rivka hat einen Bezirk entdeckt, der durch und durch verdorben ist. Noch mehr als sonst. Gerüchten zufolge schikanieren Amtsträger die Bevölkerung und beschlagnahmen willkürlich Waren. Wir glauben, dass jemand den Bezirk in der Hand hat. Lasst mich raten. Der Orden. Es steht eine große Auktion an. Die Dairatul Mal. Ein jährliches Spektakel, bei dem die Reichen ihre goldenen Löffel vergleichen. Man benötigt eine Einladung, wenig überraschend. Und höchstwahrscheinlich wird eines unserer Ziele dort sein. Also Zugang zur Auktion verschaffen und herausfinden, wer dahinter steckt. Wunderbar. Du begreifst schnell. Fällt es dir schwer, mitzuhalten? Vielleicht finden sich Hinweise, wenn wir dem Ärger zu seiner Wurzel folgen. Ich kann dir zeigen, wo er sich zusammenbraut. Komm zu mir, wenn du soweit bist. Okay, also gleich wieder so eine Arbeit. Unbekannter Fall. Natürlich das nächste Ding. Hier das Ding. Nur noch das Ding. Ich muss einen Weg finden, zur großen Auktion zu gelangen. Wo bist du denn, Madame? Draußen? Ist doch schon wieder was zu lesen, ey. Naja, draußen natürlich. Meisterin. Bist du bereit, Basim? El-Karch wartet. Fertig. Gehen wir. Folge mir. Hättest du je gedacht, du würdest hierher zurückkehren? Nein. Ein Großteil meiner Kindheit fand auf diesen Straßen statt. Ratten und Kakerlaken waren meine Freunde. Einige... Warte mal ganz kurz. Was für eine Herausforderung denn? Ach, wahrscheinlich wieder so das Kern, ne? Da tötet er 100 Mal im Nahkampf. Warum kommt das jetzt erst? Sind schön, aber die meisten bitter. Erinnerungen lenken uns nur ab. Der Orden hat seinen Einfluss in jede Ritze dieser Stadt ausgeweitet. Bagdad ist nur noch ein Feld, das er bestellt. Das wird sich ändern. Die Verantwortung lastet schwer auf unseren Schultern. Der Pesthauch des Ordens trifft El-Karch und wir allein können es heilen. Wie kommt Rivka in El-Karch zurecht? Ihr gefällt die Politik nicht. Aber sie muss ihre Pflicht erfüllen. An El-Karch muss man sich gewöhnen. Rücksichtslose Geschäftsleute. Und alle sind besessen von Geld, exotischen Düften. Die Leute hier verlieren sich nur zu gern in ihrem eigenen Paradies. Ein Paradies, das sich nur die Reichsten leisten können. Oder die Verdorbensten. Erstmal geklaut. Klar, warum auch nicht mit einem Dialog? Kann man auch mal machen, ne? Klar, warum halt nicht? Lohnt sich ja, ne? Vor allem Sachen zu verkaufen. Dass wir mehr Kohle kriegen dadurch. Ja. Hallo. Wir sind fast da. Hätten wir nicht klettern können? Guck mal, was wir da haben. Willkommen in El-Kar. Die Luft ist immer noch voller Gewürze. Wie war es für dich? Das erste Mal ein Leben zu nehmen. Ich erinnere mich kaum. Es war ein Mann, den ich einmal gut kannte. Vor all dem.
vor den Verborgenen. Du erinnerst dich nicht? Meine Erinnerungen sind mit ihm begraben. Ich wollte nicht, dass sein Tod mich so heimsucht, wie sein Atem es tat, als er noch lebte. Ich gebe der Vergangenheit keine Macht über mein Leben. Deswegen sehe ich mich nun auch als niemandes Tochter an. Wenn wir den Sturm in uns nicht beruhigen, solange wir wach sind, holt er uns in unseren Träumen ein. Wie bei dir und deinem Djinn. So, der Zug. Wie Rivka sagte, kamen hier vor kurzem Wachen durch. Sie zerbrachen Flaschen, zerschlugen Kisten. Warum dieser Gewaltausbruch? Finden wir es raus. Sie sollen auch ausländische Waren beschlagnahmt haben, vor allem von der Oststraße. Die Oststraße? Ich glaube, ich kenne jemanden, der helfen kann. Es ist eine Ewigkeit her. Hoffentlich ist er noch da. Ich würde ihn gern wiedersehen. Lass nicht zu, dass Erinnerungen die Wirklichkeit verklären. Keine Sorge. Ich weiß, dass nicht so bleibt, wie es war. Es ist eine Weile her. Ich frage mich, was sich hier verändert hat. Vielleicht könnte ich zuerst einen alten Freund besuchen. Also. Ja, mach mal. Ich will erstmal hier klauen gehen. Wo bist du denn? Neue Fähigkeitspunkte erhalten. Hey. Zeige mir alles. Wo ist denn das? Naja. Das ist so eine Schärpe. Da. Hallo, na? Fuck. Verschwinde, Landfinger! Hilfe! Ein Dieb! Wachen! Wo lang? Zeig's mir! Die Richtung! Ein Dieb! Nehmt ihn fest! Toll. Ich finde dich, du Ratte. Manchmal ist es echt schlimm, das ordentlich hinzukriegen. Naja. Wow. Wie wenig halte. Ach so. Wegen der Waffe, stimmt ja. Wie lange bleibt er da eigentlich stehen? Der andere bewegt sich auch gerade, das sieht man, die Schärpe. Müssen wir uns auch gleich mal holen. Geht nicht. Muss noch einen Moment warten. Scheinbar. Ach, der da. So. Jetzt rennt sie weg. Und sie ist verschwunden, nice. Was? Ich war das nicht. Kleinen Moment.
Noch einmal ganz kurz warten, bis das wieder weg ist. Ich war das nicht. Ich war es aber nicht. Jetzt mal wieder mitnehmen. Geht das wieder? Was denn mit dem? Ich will nichts damit zu tun haben. Dann bringe ich ihn mal weg, ja? So. Wo waren die Scheppe jetzt? Wow, die ist wieder weg, ne? Lass deinen Blick schweifen. Ausrüstungstruhen. Mist. Vielleicht hätte ich erstmal die holen sollen. Infos nerven. Naja. Geht das jetzt wieder? Ja. Jetzt habe ich's geschafft. Da wies Artefakt. Himmel ist genug, ne? Lass mich einmal ganz kurz das machen. Können wir hier hinreisen? Nö. Der wäre näher dran, ja. Der wäre halt am nächsten, bevor wir so weit laufen müssen. Jetzt mal alle weg, Karun wieder. Geschmückte Muschel. Das ist das Ding da. Geh mal über die Brücke. Ich weiß, dass ich immer noch einen Punkt habe, aber bringt mir ja nichts. Weil ich den nämlich nicht verteilen kann. Weil ich 2 oder 3 brauche. Arbeitsstube des Bezirkskadi. Hallo. Oh. Lass mal alles mitnehmen. Wie war das? Versuche definiert. Danke. Danke. Gehen wir hier mal hoch. Ja. Natürlich. So klären würde ich auch gerne können. Ohne mir was zu tun vor allem. Synchronisieren. Weil das ist halt nicht so weit von dem Bezirk entfernt, ne? Deswegen nehme ich den jetzt mal. Aber der Sound ist auch mal anders. Oder kommt mir das nur so vor? Vielleicht kommt es mir wirklich nur so vor. Da hinten haben wir auch noch einen. Der ist direkt da. Wo war denn das? Moment, ich mache dann einmal mit Nachforschung. Ist einfacher. Da ist er. Dass ich jedes Mal wegdrücken muss. Der war da, okay. Dann schauen wir mal. Was hat er für uns dann eigentlich? Ui. Sorry. So. Da lang ist das. Trotzdem müssen wir jetzt mal hier runter. Genau. Zack. Dann gehen wir hier lang. Schön über die Dächer. Wenn wir nicht wieder falsch springen. Okay.
Das ist dann da. Ein Fluss voll Rot, ey. Lederfärbung wahrscheinlich, ne? So, das Ding ist unter uns. Ah, guck mal hier. Dann hier nochmal runter. Ich dachte, da wäre was. Hi. Hallo. Da ist er, der junge Löwe. Artefakte abgeben. Hier ist etwas für dich. Oh, reiche Ernte. Gute Arbeit. Jetzt will er 6 haben. Wir verkaufen erstmal Plunder. 400 haben wir. 557. 157 dazu. Das ist gut. Die haben wir auch noch nicht benutzt, ne? Dein Rüstzeug ist ein wenig abgenutzt. Findest du? Händlerverkleidung aus dem Fernen Osten. Diese Kleidung eines Händlers. Die Kleidung eines Händlers aus dem Fernen Osten. Danke. Ich verstehe die Talisman immer noch nicht. Die kannst du dir einfach nur ranhängen, ne? Bessere Ausrüstung kann nicht schaden. 319 im Besitz. 174. Okay. Frieden, Sadiki. Bis zum nächsten Mal, Basim. So Allah will. Hilfsmittel, wenn du hast genügend Material für Verbesserung, um ein Hilfsmittel zu verbessern, besuche die Banu Musa. Gesammelte Artefakte 1 von 6. Moment, da. Ist das hier, ne? Ja. Okay, da passt das auch dazu. Das Schwert. Doch, ich könnte ja auch das Schwert einen Skin geben, und zwar den hier. Und ich kann auch so machen. Erstmal das nutzen. Naja, gut. Aber ich werde einmal hier hinreisen. Machen wir es einmal so. 43 Minuten, na klar. Zwischendurch übertreibe ich auch so ein bisschen. Weil das gar nicht mitbekommen mit der Zeit. Naja, was soll's. Ist halt so. Weil ich dann nur noch eine Kleinigkeit machen will, dann will ich doch noch eine Kleinigkeit, noch die Kleinigkeit, noch jene Kleinigkeit. Und dann haben wir schon wieder zu viel Zeit. Gut. Dann würde ich aber sagen, werde ich hier die Aufnahme beenden und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Assassin's Creed Mirage. Und dann machen wir den Buzzer, würde ich mal sagen. Und wenn wir unterwegs wieder eine Schärpe finden, dann machen wir auch das. Na gut, bis dann. Ciao, ciao.